Smokerslust TV vor Ort, heute in Frankfurt, Frankfurt am Main, und zwar in einer Habanus Lounge. Habanus Lounge gibt es seit 2017 weltweit. Die erste wurde in Neapel damals eröffnet. Und ein Jahr später war man in Bensheim mit der deutschen Habanus Lounge zugange. Die gibt es auch heute noch, mittlerweile gibt es ein paar mehr. Und viel mehr dazu kann uns erzählen der Max Renneberg. Max, erstmal schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Ja, also wir sind ja drüber gestolpert, weil die Eröffnung dieses Hauses auch im November war. Dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir uns mal anschauen. Das Konzept Habanus Lounge habe ich jetzt ganz kurz nur skizziert. Du kannst mir das viel besser erzählen. Ich hoffe doch. Wir wollen den Rauchern, den Aficionados, einen Führer an die Hand geben, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie ankommen können, ihre Feierabend, ihre Feiertags-, ihre Freizeitzigarre zu genießen. Und dadurch wollen wir auch die Gastronomie ein bisschen stärken und ihnen Unterstützung bieten durch das Konzept der Habanus Lounge, wo Zigarrenraucher, Aficionados einfach herzlich willkommen sind, ihre Zigarre beim guten Getränk zu genießen. Das eine ist ja reinverkaufen, das heißt, ihr verkauft an die Geschäfte. Und die Geschäfte müssen ja gucken, was sie da verkauft haben, was es noch geraucht wird. Und was rauchen können, ist ja durch die Restriktionen, die wir haben, eben etwas gefährdet. Solche Geschichten wie hier, das sind natürlich Türöffner, Wohlfühloasen, wo sich da Genussraucher dann auch zurückziehen kann. Davon gibt es jetzt in Deutschland wie viele? Wir sind jetzt bei circa 20 und wir hoffen, dass wir noch einige mehr Habanus Lounges dazu bekommen. Der Aufruf eben an die Gastronomie, an die Fachhändler, haltet die Augen und Ohren offen, tragt uns zu, wo sind Zigarrenraucher herzlich willkommen und lasst uns diese Oasen stärken durch das Konzept der Habanus Lounge und lasst uns einfach die Zigarrenraucher unterstützen. Nicht jeder kann zu Hause rauchen. Es ist gerade in der kalten Jahreszeit schwierig, ein schönes Örtchen zu finden, wo man sich wohlfühlen kann. Deshalb lasst uns das verstärkt angreifen und aufgreifen, auch dieses Konzept. Und lasst uns, wir sind sehr zuversichtlich, lasst es uns gemeinsam wachsen. Das Konzept, wunderschön. Ich muss jetzt hier, wenn ich hier reinkomme, habe ich schon den Eindruck, mich wirklich zu Hause zu fühlen. Ja. Ich setze mich hin, kann meine Zigarre mitbringen, kann auch hier eine Zigarre, wie ich gehört habe, erwerben, ein schönes Getränk dazu nehmen. Jetzt ist hier auch ein Restaurant mit eingebunden, da kann ich natürlich auch essen und kann anschließend mich hier zurückfühlen. Das ist ja vielleicht die schönste Kombination, die es überhaupt gibt. Ja, das ist ein ganzheitliches Konzept hier. Erst schön was essen, was Wundervolles. Die georgische Küche ist sehr lecker. Ich kann sie nur empfehlen, wer sie noch nicht getestet hat. Sollte mal tatsächlich den Besuch hierher in Angriff nehmen, was Leckeres essen und sich dann eben den Abend gemütlich ausklingen lassen mit einer schönen Zigarre mitgebracht oder hier auch geholt. Hier gibt es eine schöne, feine Auswahl an kubanischen Zigarren mit tollen Getränken. Und das ist doch das, was wir Zigarrenraucher lieben und schätzen. Einfach ein Ruhepunkt, ein Ort, wo man herzlich willkommen ist. Und das steckt einfach hinter der ganzen Idee Habanus Lounge, einfach einen Ort zu haben für die Aficionados von Aficionados. Der Aficionados, der Aficionado, der unterwegs ist, hat natürlich ein Problem, sowas zu finden. Aber, da kann man jetzt auch ruhig sagen, auf der FFM-Duo-Seite, Webseite, findet man ja Auflistungen von den Habanos-Spezialists zu den Casas, zu den Points. Und das sind aber auch die Habanos-Lounges dabei, ne? Genau. Wir listen tatsächlich bei uns auf der Seite und auch auf der Habanos.com-Seite alle Habanos-Lounges und Terrassen auf, wo die Zigarrenraucher sich informieren können, wo kann ich meine Feierabend, meine Freizeitzigarre genussvoll genießen, wo passt das Ganze im schönen Rahmen. Und gerade das hier ist ein absolutes Paradebeispiel, wo alles gegeben ist. Nun ist es so, dass die Zigarrenclubs auch wachsen. Die Zigarrenclubs sind auch unterwegs, haben ihre verschiedenen Veranstaltungen, Einladungen. Für die ist es ja auch angebracht, dass man sagt, okay, 5, 6 Leute, wir treffen uns einfach mal in Frankfurt, da und da und dort. Ne? Durchaus, auch gerade für die Zigarrenclubs. Muss nicht im klassischen Club-Stil sein, sondern auch Bekannte können sich hier in den Habanus Lounges treffen und einfach eine gemeinsame schöne Zeit mit tollen Zigarren verbringen. Und das ist das, was uns wichtig ist, den Aficionados einfach unterstützend zu zeigen, wo sind sie willkommen, wo sollen sie gerne auch rauchen dürfen, ohne dass sie schief angeschaut werden.
Jetzt bist du ja viel unterwegs und du kriegst ja viel mit, was in einzelnen Lounges auch geraucht wird. Was ist denn hier so? Was stellst du dir vor oder was weißt du? Welche Formate werden hier am liebsten geraucht? Kauft man dann wirklich schon einen richtig fetten Bengel oder bleibt man bei der Toro oder bei der Robusto? Das ist komplett durchs Sortiment durch, von der Romeo Millefleur beginnend bis zu einer Patagas P2, Monte Cristo Nummer 2. Da ist wirklich hier eine große, feine Auswahl geboten und Zigarrenraucher dürfen auch ihre Zigarren mitbringen, speziell hier. Es ist nicht verboten und das ist doch das Schöne, dass für jeden Genuss etwas da ist. Das weiß ich, dass du ja eigentlich auch mit den Getränken nicht sehr gut auskennst. Welches Getränk würdest du jetzt hier heute Abend noch empfehlen? Ich würde tatsächlich den georgischen Rotwein empfehlen. Es ist durchaus ein Erlebnis, ein Aha-Erlebnis, diesen Wein zu probieren. Und den mit einer schönen gepaarten Zigarre macht das Erlebnis nochmal umso schöner. Lass uns das erleben. Ich danke erstmal für das Gespräch. Georgien ist ja das Mutterland des Weines schlechthin. Und wir werden den Rotwein genießen und eine schöne Kubanerin dazu. So und werden wir es machen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, Peter. Max, bis zum nächsten Mal. Bis zum Ciao. Nächsten Mal. Danke. Ciao. Victoria, Sie sind die Chefin des Hauses hier. Ich habe mit dem Max Rinneberg im Vorfeld schon gesprochen über diese Aktivitäten. Frankfurt und ein Habanos Lounge, das ist was ganz Besonderes. Das ist auch ein ganz besonderes Konzept, was ich mit dem Max Rinneberg jetzt auch schon besprochen habe. Hier im ersten Stock gibt es ein wunderschönes Restaurant und das sollten wir nicht vergessen, dass wir es auch erwähnen. Das heißt wie? Pirosmani. Georgisches Restaurant Pirosmani. Und im Erdgeschoss hier haben wir also diese kleine Habanos Lounge eingerichtet. Das ist eine richtig schicke Geschichte seit 2019 im November. Und die Idee dazu kam von Ihnen? Ja, weil ich finde, in Frankfurt gibt es sehr wenige Plätze, Orte, wo man wirklich Abend nach Arbeit gemütlich gehen kann, eine Zigarre rauchen kann, ein bisschen sich entspannen. Zu wenig. Da haben wir gedacht, wenn wir schon so ein Objekt gefunden haben, und haben wir zwei Stockwerke, wieso keine Zigarre-Lounge? Und das war so eine Idee von mir. Ja. Wir sind ja auch seit 2 Monaten, wie man so schön sagt, am Markt, also noch nicht richtig bekannt, aber nach dem Video garantiert. Und wichtig ist aber einfach, dass man die Idee auch nach draußen trägt. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Es gibt ja viele Zigarrenfreunde, die unterwegs sind. Max Rinneberg weiß das allerbestens, die dann suchen, wo kann ich in welcher Stadt wo rauchen. Genau. Das ist alles wir sind noch ein bisschen in Kinderschuhen, damit man das auch wirklich im Internet findet. Aber man sollte immer darauf achten, dass über die lokalen Handelsgeschäfte dann auch entsprechende Informationen folgen. Wenn jetzt hier so ein Zigarrenfreund reinkommt, bringt er seine Zigarre mit oder kauft er bei Ihnen? Beides. Beide Möglichkeiten gibt es. Man kann hier tolle Zigarren kaufen. Man kann hier auch Zigarren mitbringen. Aber wir haben tolle Whiskys. Das heißt, beide passt uns. Die Hauptsache, ein Gast, der hier reinkommt, soll erleben nicht nur tolle Zigarren und Whiskys, georgische Gastfreundschaft. Das ist das Allerwichtigste, dass der Gast, wenn er nach Hause geht, denkt, oh, es war so toll, es war so warmherzig, da möchte ich noch mal dahin gehen. Das ist mein Ziel. Das sollte so genauso sein. Also ich glaube, das kommt auch optisch hier rüber. Das ist sehr wohlfühlend, das ist eine Wohlfühloase, wo man sich sehr schön hinsetzen kann, dass man hier was genießen kann. Derjenige, der seine Zigarre mitbringt, der wird natürlich auch was dazu trinken. Die Zigarre ist gar nicht gerne alleine. Die braucht immer eine Begleiterin oder einen Begleiter dazu. Ja. Und da bieten sich natürlich Getränke an, die Sie hier in der Lounge auch haben. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Wir haben hier tolle Whiskys, Gins, Rum, alles Mögliche. Also es ist wirklich große Auswahl und georgische Weine, exzellente georgische Weine. Das muss man sagen. Also zum georgischen Wein kann ich nur einladen, weil ich den persönlich gut kenne. Wunderschöne Rote gibt es dabei und natürlich ist die Atmosphäre immer ein ausschlaggebender Punkt. Ich muss mich wohlfühlen, ich muss runterfahren können und muss meine Zigarre dann auch genießen können. Ich wünsche Ihnen mit diesem Konzept ganz, ganz viel Erfolg. Und ich bin ja nicht ganz so weit weg von Ihnen, was die Kilometer anbetrifft. Und wir bleiben auf Ihrer Spur. Herzlich Seien Sie sich sicher. Willkommen. Herzlich willkommen, jederzeit. Okay,
Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ja, danke. Thank you.